Jetzt können wir hier auswählen, ob wir eine Bratpfanne wollen oder eine Axt. Mal sagen, ich nehme die Axt, du die Bratpfanne. Ja, hört sich gut an. Gut, Axt ist safe. Und wir bekommen 10 Äpfel direkt. Ein Quarter of a Heart. Mit 4 Quarter of a Heart kriegt man dann wieder ein Full Heart. Und wieder ein Reward Back. Was haben wir darin? Oh, 12 Angel Blocks. Recht. Die sind recht lustig, weil, wenn man jetzt mal schaut, ich bin hier gerade in der Luft. Die platzieren sich einfach in der Luft. Wollen einfach nur abbauen und sie landen sofort wieder im Inventar. Das finde ich recht lustig bei denen. Machen wir nochmal Ich da. habe da ein paar Setzlinge gekriegt. Sehr gut. Ja, Amaranth-Zeppling, Blut-Zeppling. Ach, das wieder. Jut. So, hier sieht man jetzt schon, da ist jetzt Erde am Kompostieren, Saplings am Kompostieren. So, das dauert einen Moment. Was ist denn die nächste Quest? Smooth as Silk. Ah, das war das hier. So. Wir brauchen natürlich auch ein Bett. Kannst du mir mal die Axt geben, dass ich ein bisschen schneller fällen kann? Ja. Hey, fliegende Axt. Und zwar brauchen wir jetzt, um an Seite zu kommen, am Strings, brauchen wir diesen Silkwurm. Jetzt warten wir erstmal, bis der nächste Baum gewachsen ist. Bis der nächste Baum gewachsen ist. Bis der nächste Baum gewachsen ist. Ja, ist ja gut. So, und jetzt kommt natürlich ein Monsterbaum, wetten? Oh, geht. Also ich So. habe mit mehr gerechnet. Warte, warte, warte. Ja, du wolltest. Ja. Wir haben jetzt hier diesen Silkwurm. Den können wir jetzt einfach mal auf das Laub setzen und der Baum ist infiziert. Jetzt können wir warten, bis er sich ganz komplett ausbreitet, dass hier jedes einzelne Laub infiziert ist. Infiziert. Und das können wir dann mit dem Croc abbauen und kriegen daraus Strings und mehr Saplings und mehr Silkwürmer. Hast du noch einen Croc oder brauchst du einen neuen? Habe ihn gerade eingebaut. Gut. Dann mache ich mal. Ich glaube, ein Bücherregal wäre gar nicht mehr so schlecht, ne? Was hast du? Ein Bookcase. Knallen wir da oben hin. Kannst da oben deine Bücher reintun. Warte mal, einen Questbook sollte ich behalten. Bist du behalten, ist gut. Ja. So, können wir jetzt eigentlich schon auf die anderen Quests gehen? Nö, die sind immer noch gesperrt. Gut. So, wie man hier sieht, es geht auch noch ziemlich weiter in Richtung Tinkers Construct, Turbine Expansion, Mine Factory Reloaded, also da ist schon einiges dabei. Wird auch interessant. Ich freue mich ja schon wieder, wenn wir Maden essen können. Sitzt du doch wieder da und bist am Sterben. Wieso am Sterben? Ich bin kein einziges Mal gestorben letztes Mal. Ich muss auf jeden Fall mal gerade wieder was essen. So, die erste Erde ist auch wieder fertig. Das heißt, wir können den nächsten Baum pflanzen. Knochen wir den hier hin, oder? Ja. Ah. Er ist auch schon am sicherer machen. Mag Ja. diese Löcher hier nicht. Ne, Wird die man sind da aus. böse. Die sind richtig böse. Nach außen ist ja kein Problem, aber diese hier, nix da. Dann mache ich noch mal ein Oh. bisschen Pastier. Okay, wir haben kein Holz mehr. Dann pflanze ich da drüben noch mal einen Baum. Ist eigentlich der so nah da am Haus. Ah, sieht er noch aus. Ah, ja, mach mal den hier. Wie ihr auch schon mitbekommen habt, die ganze Insel hier besteht aus Clay. Aus dem gebackenen Clay. So. Dann tun wir jetzt mal. Jut, wir haben wieder einen Baum. Das Das ist war aber gerade echt knapp, ey. Verdammt knapp. Da So. weg gewesen. Wie man jetzt hier sieht, das breitet sich aus. Und zwar ganz langsam. Es ist gut, einen Zweitbaum zu haben. Mhm.
So, ich kann dir mal das zeigen. Also Hell's Kitchen und so weiter. For the Hoarding gibt dann hier noch eine Quest für ein Lagerungssystem. Gibt ja die Barrels. Wie man auch schon hier sieht, das ME-System ist verfügbar. Was haben wir noch? Go with the Flow. Ah ja, hier die ganzen Fluid-Teile, also Extra-Cells ist dabei. Wrecking Whites. Okay, Wrecking Whites ist was ganz Besonderes. Und zwar, wenn man jetzt mal hier rausschaut, zum Beispiel hier Terminal Expansion. Alle Terminal Expansion Maschinen einmal bauen. Dann kriegst du hier so ein Reward Pack, einen Green Heart Kanister und einen Terminal Fanboy. Erklärst du es denn? Jo. Gut. Ist der? Na. Guck ab und ihr bekommt oft Strings. Ach ja, die ersten Probleme bei Aquarian Skies, ne? Yep. Ich mach mal hier dieses Gehege weg, das sieht ein bisschen Platz verschwenden das. Ist es ja auch. Ja. Und wir können auch noch ein bisschen sicher bauen, wenn wir schon ein paar Zäune haben. Böses Loch. Gefällt mir nicht. Ich will keine Löcher hier. Ja, Löcher müssen gestopft werden. Ja. Ah ja, um schon mal eins klarzustellen, wir wollen hier keinen wirklichen Wettbewerb machen, wir wollen einfach nur ein Spaß-Let's-Play haben. Uns gegenseitig unterstützen. Deswegen sind wir Team, wir sind besser, ne? Genau. Naja, sind wir auch quasi auch, wir haben schon mehr Erfahrung. Das stimmt, wir haben es ja schon gemacht. Ja. Wir hatten das Ganze mal auf einem kleinen Hamachi-Server vorgetestet und es ist echt ein cooles Modpack. Macht Spaß. Wow. Haben wir das gerade Was von sind mir die gehört? Geräusche? Bei mir ist gerade irgendwo in der Nähe ein Blitz eingeschlagen. Ich habe Also jetzt keinen gehört. im Real Life. Ach so. Ah, ich bin im Baum. Helf mich. So. Oh, wir sind hier auch im Sumpf- bzw. Ozeangebiet. Oh, dort Vorteil, hier wachsen die Sachen besser. Wobei, ist es hier mit drin? Was meinst du jetzt? Dass die ganzen Pflanzen und was hier besser wachsen. Weiß ich jetzt gerade Oder nicht. war das ein Mod? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hast du noch was Holz? Sehr gut. So, mache ich uns mal hier ein paar Treppen. Da wollen wir eben nochmal einen neuen Dirt aufsetzen. Ja. Dieses Wenden der Blöcke, ich liebe es. Ja, Oh, es regnet, es regnet. der Soundmuffler macht was. Jupp, wie man jetzt auch mitbekommt, wir hören keinen Regensound. Ich mache uns mal ganz schnell einen Oak Barrel, weil. Klatsche ich mal hier hin. Ah ja, da ist ja ein Slab. Wenn man jetzt da reinschaut, das Oak Barrel füllt sich jetzt mit Wasser. Und das können wir noch später gebrauchen für Clay. So, der würde ich sagen, ist jetzt komplett fertig, oder? Ja. Gut, Brauchen wir noch dann. eben ein paar neue Crows. Ich hab keins mehr. Ja, haben wir genug momentan. Dann. Ups, Hier ist hab ein neuer bisschen Dirt. viel an Sticks produziert, aber. Ja. Ich mache uns dann hier schon mal eine Reihe für was an Pflanzen an Erde.
Weil wir brauchen ja irgendwie Essen. Ja, irgendwie. Wir können uns ja nicht nur von Zirkelwürmern ernähren. Stimmt, wir brauchen noch irgendwoher die Maden. So, wie ihr seht, wir bekommen jetzt auch jede Menge Strings hier raus. Farm du schon mal was ab. Ich mach dann schon mal was weiter in der Questreihe. Wo waren wir jetzt? Hier, Lunge Skyblock, da Smooth is Silk. Wir brauchen einen Wooden Hammer, eine Angel, ein Oak Sieb, ein Eichensieb und ein Bett. Ein Bett reicht uns nicht, wir machen gleich zwei. Wie machen wir das denn eigentlich mit dem Auf? Weißt du, ich will gerade mal die Strings raustun, weil ich die Sticks vergessen habe und mache einfach mal ganz schnell aus Strings und wurf einen Cotton. Ja. Ich bin wieder ein Genie, das ist unglaublich. Jut, dann mach mal erstmal den Oak Hammer. Den Wooden Hammer. Was das ist, kommen wir gleich zu. So, essensmäßig wird es schon langsam knapper, ne? Ja. Wie sieht es bei dir aus mit der Nahrung? Ich habe vorhin erst was gegessen, ich habe jetzt nur zwei Keulen leer. Ja, dann esse ich jetzt mal gerade nochmal was, weil ich habe schon vier Keulen weg. Beste wäre eigentlich, wenn wir ganz schnell auf die Karotten gehen, ne? Ja. Ja, da haben wir ja genug von. Ja. So, jetzt haben wir auch nur zwei. Hast du Strings? Ja, kriegst du sofort durch. Ja, hast du deinen String? Yeah. Du weißt, worauf ich stehe. Warte mal, wir mal mit. Wieso? Kannst du nochmal gebrauchen, oder? Auch, obwohl, mir ball mal einen, für den Notfall. Keine Ahnung wofür, falls wir neue Strings brauchen. So, die Angel haben wir. Ach, ich hab da noch einen. Stell ich gerade fest. Ach, jetzt Manu. Haben wir schon mal ein Bett. Und wir rausgegangen. Und uns fehlen genau 5 Strings. Na klar, es kann auch 5 fehlen, ne? Mhm. Weil ich baue eben einen Baum, da können wir nochmal Strings dran setzen. Ja. Oh, perfekt. So. Das ist aber ein ganz schön großer Baum dafür. Da kriegen wir nachher ordentlich was bei raus. Das wird lustig. Ich tue nochmal was Baumbilder in die Truhe, ne? Ja. Ja, am Anfang geht's da auch schon ein bisschen. Sagen wir so, man hat die Quest schnell erledigt, aber es geht schleichend voran. Weil einfach eine Quest länger auch. Leg dich du mal gerade. Leg dich aber auch mal gerade ins Bett, ne? Ja. Solltest du sterben, dass du nicht wieder drüben spawnst, wo keine Flaschen mehr sind. Stimmt, haben sie alle ausgeräumt. Ja. Und wir haben keine gekriegt. Doch, doch, ich hab zwei. Du hast zwei, das ist schön. Ich hab nur einen. Naja, die brauchen wir auch heute nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Ich hab zumindest nicht vor zu sterben. Wie jetzt? Ich wollte jetzt eigentlich gerade töten. So. Dann holen wir das doch mal aus. Ich würde sagen, eins Oak Sapling, das machen wir da für einen Notfall, ne? Ja. So, jetzt haben meine Zuschauer mal gerade. Ich würde immer so an der Seite legen. Ja, ja. Falls, ne? So, meine ich Zuschauer. Ich bin scheiße gelaufen. Dritter Versuch, meine Zuschauer haben jetzt auch mal gesehen, wie es geht mit dem Kompostieren. Nehme ich hier nochmal was Erde raus und pack das hier hin.